Ah, nee, den hab ich noch nicht gesehen. Ich habe das jetzt mit einem anderen Pokémon verwechselt, wo ich dachte, dass der das Hast du ist. den Namen zufälligerweise im Kopf? Nein, nicht. Weil nicht, wenn ich es lese, dann vielleicht. Aber das war so ein. Ja, wie so ein Dino sah der aus. Bisschen. Den hatte. Jetzt müssen wir da. Also, wo ich die letzte Folge von Mammut geschaut habe. Die 122, Fremdwerbung. seine Pixelmon-Folge, da hat er das gemeint, das ist mit seinen Lieblings-Pokémon. Schade. Nicht Ich habe die gemerkt, Folge wie jetzt der bis jetzt hieß. ehrlich Der gesagt noch war nicht gesehen. gelb. Er war gelb. Und sah Anton! aus wie ein Anton! Anton! Sein Lieblings-Pokémon. Ja, doch. Ja, Anton. Anton? Anton. Anton, Anton, Anton. Anton. Hält sich ständig am Kopf und kriegt Kopfschmerzen. Oh Sobald es Gott. Kopfschmerzen. Ja, sobald es Kopf. Und. Schmerzen. Ja, die wollen auch mitreden, siehst du? Sobald es Kopfschmerzen hat, wird es richtig stark. Im Anime zumindest. Aber es ist eigentlich eine Flasche. Okay. So wie Mammut. Was? Bitte Du was? hast ihn. Du hast ihn noch gerügt, dass er doch nicht über dich lästern darf, weil Ja, du jede deswegen, Folge genau deswegen anschaust. lästere ich jetzt über ihn. So. Aber ich finde meine Klamotten gerade nicht, die ich verloren habe. Deswegen werde ich mir die jetzt einfach mal so aus dem Game-Mode wiederholen. Ich denke mal, das versteht ihr. Da hat dich einfach so Und eine selbst. Zombie-Familie überfallen, ey. Vor allem Ja. eine Zombie-Familie. Wie pflanzen die sich denn fort? Ich will es gar nicht wissen. Es waren drei Zombies. Zombie-Horde. Die Horde rennt. Oh mein Gott. Ich Was? sage, wir sind total WoW verseucht. Na. Wir können jetzt nicht in jeder Pixelmon-Folge über WoW reden. Das geht doch nicht. Das geht doch Nicht? nicht. Nein. Oh. Doch, davon Definitiv hatte ich 10. Ja. nein. Und Fackeln hatte ich noch. Hatte ich Warum 64. gibt es so unheimlich viele Pokémons? Das ist doch unnormal. Du, es gibt mittlerweile viel, viel mehr. Wer kann die denn alle kennen? Es ist nicht den ihr Ernst, das ist wirklich Es gibt 700. 719 Ja. Pokémons verschiedene. Und du kennst da, und die sind auch alle auf den Pixelmon-Server vertreten? Nein, nicht alle. Die werden aber Naja. alle bald vertreten sein. Oh Weil es gibt nein. bald wieder ein Update und da wollte Mammut dran schrauben, hat er in einer Folge letztens gesagt. Und Ah. dann werden es wieder ein paar mehr sein. Ich glaube, jetzt gibt es irgendwas mit 200 schon. Ah, das ist aber auch schon so viel. Ja. Und früher konnte ich dir wirklich alle aufzählen, die es gab, aber mittlerweile kann ich sie nicht mehr alle aufzählen, aber ich weiß genau, um welches Pokémon es geht, wenn der Name Naja, fällt. ich sag mal so, ne? Ich habe ja jetzt angefangen, deine Videos zu schauen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, alle 1650 sind jetzt, glaube ich, aktuell. Davon habe ich ja schon gesehen, aber ich habe jetzt angefangen von ganz vorne und kämpfe mich durch, bis ich irgendwann mal, ja, also theoretisch habe ich ausgerechnet, wenn ich jeden Tag schaffe, 5 Videos zu schauen, dann brauche ich ein knappes Jahr. Da ich das aber nicht jeden Tag schaffe, 5 Videos zu schauen, wird es wahrscheinlich 1,5 Jahre dauern. Und da Aber kommen ja auch trotzdem immer wieder krass. neue dazu. Das ist ja. Und worauf ich mich aber dann auf jeden Fall freue, ist, dass ich die Pixelmon Staffel oder Season 1, also Staffel 1, dass ich die von vorne gucke. Und dann ja dann das ganze Wissen dann irgendwie doch mit, oder? Denk mal, ihr werdet doch Ja, dann da haben am wir auch schon Anfang. drüber gesprochen. Aber wie gesagt, da konnte man halt nicht so ins Detail gehen, weil die einfach einen immer ausgebremst haben. Sag das doch Betriebsbremsen. nicht, sag So. das doch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr am Anfang so euphorisch gewesen sein müsst, wenn ihr ein Pokémon gefangen habt, dass ihr das dann auch mal kurz gezeigt habt. Und dann kriege ich das dann. Mann, nimm mir doch nicht meine Illusionen. Mich doch gar nicht. Wie gemein. Mach ich doch gar nicht. Ich spoiler dir da auch nichts. Ja, ich bin gespannt. Ihr könnt alle sagen, ich bin bekloppt, dass ich mir hier 1650 Videos reinziehe, aber ja. Ja, das ist heftig. Stein ist Anstoß, oder der Stein kam ja auch ins Rollen, weil Kuh in der vorletzten Aufnahmesession meinte, das ist meine Pflicht.
Ja. musst dir doch die Let's Play von deinem Freund anschauen. Ja. Ja. Alle zwei. Zwei. Hast du alle Folgen gesehen? Ja, alle drei. Ja, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, Das wo, erinnert an mich welcher gerade an. Stelle ich da bin. Ja, das erinnert mich auch gerade so ein bisschen an Gronkh. Wieso? Ich krieg ja sowieso mit, wenn an welcher Stelle du bist. Ja, das stimmt. Du kriegst das mit, aber die Zuschauer nicht. Ja. Vielleicht dann immer mal wieder auf dem Laufenden halten, wie verblödet ich dann schon bin. Nee, ich meinte jetzt, Ja. es erinnert mich an Gronkh, weil Gronkh hatte das mal mit Trash Tasman, nee, mit dem Herrn DK gemacht, irgendwie in Folge 300, 200 oder so, ich weiß es nicht. Und es wurde immer mehr und immer mehr und dann hat er halt so gesagt so, ja, du hast ja alle meine Folgen bis jetzt gesehen, ja, alle fünf. Und dann 2 Minuten später, du hast ja auch Folge 5 gesehen, nee, ich guck gerade Folge 6. Und dann ging das immer so weiter, weißt du? Ja, du bist ja mein treuster Abonnent. Du hast ja alle 6 Folgen gesehen. Nee, alle 7. Ja, genau. Aber bei dir sind es halt nicht 5, nicht 100, nicht 500, es sind 1650. Ja, zu Zeitpunkt jetzt, also offiziell, ne? Ja, die. Inoffiziell. Da habe ich was vor mir. Ja, inoffiziell sind wir jetzt, warte. Stand Nein, 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 25.06. nein, das darfst du nicht sagen. 27.328, 35. So. Mach mich nicht schwach. Was? Quark. Mein Gott. Quark. Alles klar. Immer schön die Susi trollen. Die glaubt ja immer alles. Nein, ich habe jetzt. Soll ich das einmal sagen? Wird sowieso wieder mehr sein, deswegen, also. Ich kann euch versprechen, da gibt es noch einige Folgen. Naja. Dann gibt es noch zwei Let's Plays, die zum Beispiel komplett abgedreht sind. Eins, was gerade noch in der Mache ist. Ne, zwei, was sogar noch gerade in der Mache sind. Und ja. Es sind momentan aktuell hochgeladene Videos und da zählen halt auch dann noch die nicht veröffentlichten Videos mit zu. 1855. Oh mein Gott. Palo die Maschine. Hashtag Palo die Maschine. Ja, komm, das sind 2 Jahre, ne? 2 Jahre meines Lebens, ne? Ja, werde ich jetzt 2 Jahre meines Lebens damit verbringen, bis ich sie mir angeschaut habe. Ich hab dir gesagt, du musst es nicht. Nein, lass mich doch. Ich kann doch ein bisschen. Ne? Darf ich? Ich habe den Darbstein. Ja, natürlich hast du den Darmschein. So, wir haben, ey, es ist mir aufgefallen, dass wir heute wirklich kein konstruktives Gespräch geführt haben bis jetzt. Kannst du was? Ja, fast eine Kon kon Stunde kontro was? Aufnahme und nur, Müll. ja. Tut Nein. uns das jetzt leid? Tut uns Nö. das jetzt leid? Nö. Da müssen die durch. Das ist Standard bei mir. Nein. Jetzt weißt du, was Ja. Standard bei mir ist. Es hat abgefärbt, oh mein Gott. Na, Quatsch. Ja. Wir kriegen Keine schon Ahnung. heute noch ein konstruktives. Ansonsten kriegen wir morgen was Gutes hin. Weil Ja. du hattest ja noch zwei Themen, die können wir uns ja für morgen aufsparen. Dann machen wir heute einfach nur so. Ja, genau. Ach, ist das schön. Ja, warum nicht, ne? Wenn man schon nicht vorbereitet, dann muss man es durchziehen. Außerdem warte ich ja immer noch darauf, dass du mir ja ein Pokémon zuwirfst, was ich mir dann eh anschauen kann. Ich will aber Ja, ich trotzdem, bin gerade also, am Buddeln, das ist warte. ja 719 verschiedene Pokémons. Ei, Ja, ei, das ei. kennt ja eigentlich jeder, was hier ist. Das ist Carpador. Aber das brauchst du eigentlich nicht googeln, das ist genauso unnütz. Das ist ein Pokémon, was du absolut nicht gebrauchen kannst. Okay, warum Das nicht? kann nur Platscher als Attacke. Das heißt, er springt auf der Stelle rum. Und sieht süß aus. Nein, das ist ein Karpfen. Oh. So ein typischer Glücksbringer-Karpfen aus Japan halt, ne? Mit diesen langen Barthaaren und so. Aber sag mal. Entwickelt sich dann aber zu so einem Glücks, Drachen, sag ich mal, diese Ah. Wasserdrachen. Diese länglichen. Sage mal, wie kann man denn ein Karpfen-Pokémon, also ein Fisch im Prinzip, der muss doch immer im Wasser sein. Ja.
Ja, aber wie kann man den dann gegen irgendein anderes Pokémon kämpfen lassen, wenn das nicht im Wasser, sondern am Ah, Land ist? das geht eigentlich. Ach, das geht. Aber in der Anime-Serie machen sie es meistens so, dass so ein Fisch-Pokémon halt auch im Wasser ist. Okay. Und hier in dem Fall ist es auch eigentlich so. Bis halt auf, wenn du jetzt mit dem kämpfst, ne? Und in den Spielen ist es halt auch nicht so, dass er dann. Der ist dann halt trotzdem an Land. Ist natürlich so ein bisschen Pokémon-Logik und Unlogik in dem Falle. Ich merke schon, ne? Also von der Pokémon-Unlogik habe ich ja schon mehr Wissen angehäuft als von der Pokémon-Welt, Oh, sag da ich ist mal. Also übrigens ich. eines meiner Lieblings-Pokémon und ich habe keinen Pokéball dabei. Oh Mann, weißt du was? Game Mode. Tut mir leid, aber ihr, ne, wisst ihr ja Bescheid. Duskball. Ich Welches? liebe dieses Pokémon. Welches? Vor allem, wenn sich das weiterentwickelt hat. Shillock nennt sich das. Es gibt einmal Shiggy. Dann die Weiterentwicklung Shillock, die ich hier gerade vor mir habe und versuche zu fangen. Und dann gibt es Turtok. Und Turtok, das war so das erste Pokémon, was ich halt quasi hatte, wenn man so will. Shiggy ist eins der Starter-Pokémon, die man sich auswählen kann. Und ich hab's gefangen. Sehr schön. Ich werde es jetzt direkt mal Mann. rausrufen. So, und Kann dann man werde ich das denn jetzt dann? dazu mal so ein bisschen erzählen. Und zwar, du kannst dir am Anfang von Pokémon der ersten Generation aussuchen, ein Pflanzen, ein oder ein Wasser oder ein Feuerstarter-Pokémon, womit du halt anfängst in dem Spiel. Da gibt es einmal Bisasam, Glumanda Ja. und Shiggy. Und Shiggy war immer mein Favorit. Und der entwickelt sich dann halt zu Shillock weiter. Und dann zu Turtok. Ich glaube, auf dem PokéWiki müsstest du, wenn du ein bisschen runterscrollst, sogar die drei Entwicklungsstufen sehen. Ja. Genau, und das ist. Shiggy ist eine kleine Schildkröte. Shillock sieht irgendwie aus wie was mit Ohren und Schwanz. Ja, ist ja auch eine Was nicht mehr Schildkröte. an den. Sieht aber nicht so aus wie eine Schildkröte. Oder zumindest nicht mehr. Ja, doch, Ja, und stimmt. Turtok soll ein. Auf dem Bild sieht man es jetzt nicht, Turtok weil ist es halt von auch Ohren eine Schildkröte in dem ist. Sinne, aber halt Der ein ist nicht mehr so Panzer. niedlich. Nicht mehr so Boah, nee, der ist niedlich. geil. Der ist, oh, ich liebe Turtok. Eines meiner Shiggy sieht am absoluten niedlichsten Favorites. aus. Okay. Ja, auf jeden Fall, das ist halt das erste Pokémon, was ich damals genommen hatte, als ich angefangen habe mit Pokémon. Und deswegen ist es auch so im Gedächtnis geblieben, ne, das Pokémon und alle Erfahrungen damit. Und das war auch das erste Pokémon, was ich auf. Nee, das war nicht das. Doch, das war das erste Pokémon, was ich auf die Maximalstufe getrieben habe. Und die ist in den Spielen auf 100. Und ja, das war halt immer so mein Lieblings-Pokémon. Ist generell die ganzen Starter-Pokémon, da gibt es mittlerweile von 6 Generationen je ein pro Typ. Also ein Pflanze, ein Wasser, ein Feuer. Das ist ein Wasser-Pokémon. Genau, das ist ein Wasser-Pokémon. Ich finde das gerade lustig. Es gehört zu, nicht Schildkröte, sondern Kröte ist die Art. Es wird 1 Meter groß, es wiegt 22,5 Kilo, es ist blau. Und es ist zu 87,5% männlich und zu 12,5% weiblich oder so sollte es das Ja. Vorkommen sein. Ich habe jetzt hier auch ein paar Daten dazu. Und zwar Eigruppe Monster Typ Wasser 1. Also das ist interessant für die Züchter unter euch, weil man kann ja auch Pokémon züchten in den Spielen. Man sagt, es werde 10.000 Jahre alt. Sein buschiger Schweif ist ein Symbol für ein langes Leben. Dann die Fähigkeit, die Shillock haben kann, ist Sturzbach. Das ist eigentlich fast bei jedem Wasserstarter-Pokémon. Es gibt da nur eine versteckte Fähigkeit, aber ja, werde ich gleich was zu sagen. Sturzbach stärkt Wasserattacken, wenn Not am Mann ist. Regenguss ist dann die versteckte Fähigkeit, die kann es ganz, ganz selten mal haben. Langsame Wiederherstellung von der eigenen KP bei Regen. Dann gibt es halt hier noch eine Typenvorteiltabelle, welche Attacke er halt auf welchem Level lernt. Die kann man aber auch alles nachlesen, und welche TMs er lernt und welche VMs er lernt. Die kann man auch alles nachlesen im PokéWiki, wenn man sich genau dafür interessiert, weil das wäre jetzt, um da ins Detail zu gehen, ein bisschen, ja, zu hart. Wasser-Pokémon, klar, Elektroschwäche und Pflanzenschwäche. Die sind sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. Dafür wirkt Shiggy halt doppelt so gut auf Feuer, auf andere Wasser-Pokémon, auf Eis, Entschuldigung, nicht Shiggy, Shillock, auf Wasser, auf Eis, auf Feuer und auf Stahl. Und ganz normal auf Normal, Psycho, Kampf, Gift, Boden, Geist, Gestein, Käfer, Drache, Flug und Fee.
Das sind so jetzt alle Typen, die es gibt.